Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Arelia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, und es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist deine Seelenreise, dein Seelenplan. Das Geburtshoroskop bleibt. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist deine Persönlichkeit, deine Werte. Hier hast du karmische Erinnerungen und die Finanzen. Dann die Basis, Fundament, ein Halt zu bekommen in dein Leben und dein Zuhause, Arbeit, Gesundheit. Wichtig ist Liebe, Partnerschaft. Hier hast du karmische Themen, das, was dich befreit. Die achten Lebensbereich, das Lernen, das Loslassen. Hier kommt Heilung. Wichtig ist Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. Wichtig ist Anerkennung, Ansehen und deine Berufung leben. Dann Wünsche, Sehnsüchte, Freundschaften und die Geheimnisse des Lebens erkennen, in die Tiefe schauen. Nicht nur die Planeten bewegen sie sich, Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen, sondern du änderst dich auch und befindest du dich in einen 7-Jahren-Perioden. Alle 7 Jahren hast du anderen Themen sind wichtig. Du bewegst dich auf einen ganz anderen Boden. Zurzeit befindest du dich in einer Waageperiode. Das heißt, es verläuft alles harmonischer als sonst. Interessierst du dich zum schönen Dinge oder du verschönerst etwas? Wichtig ist die Gerechtigkeit, dein inneres Gleichgewicht, Harmonie, auch Gerechtigkeit und vor allem Liebe, Partnerschaft. Sonne, Mond und Planeten bewegen sich auch, das nennt man Transit, und diese Transitbewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop. Uranus befindet sich August 2019 nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Widder und bleibt einigen Jahren im Widder. Und aktiviert bei dir Widder-Themen, das wäre Neuanfang, und Themen wie Austausch von Informationen, Medien, Schulungen, Bildung, Kontakt zu deinen Verwandten, Kontakt zu deinen Vertrauen, Umgebung oder kleine Reisen, kleinere Veränderungen. Uranus bedeutet auch Umbrüche, Veränderungen. Merkur befindet sich in Zwillingen und sorgt dafür, dass hier Kontakten kommen, Kontakten, Gesprächen, eventuell Terminen. Und das hast du hier mit den Kindern.
Merkur zeigt aber auch eine jugendliche Ausstrahlung und das erlebst du zurzeit. Von deinem Geburtshoroskop nehme ich die beiden Mondknoten raus. Einmal die absteigende Mondknoten, einmal die aufsteigende Mondknoten, weil ich brauche die Karten. Die bewegen sich nämlich auch und die aufsteigende Mondknoten befindet sich dieses Jahr und 2020 auch noch in Zwillingen. Das ist hier eine Thematik dieses Jahr und nächstes Jahr, was deine Seele braucht, diese Lebenserfahrung mit Kindern oder mit deinem inneren Kind, deine schöpferische Energie oder zum Lernen, zum Leichtigkeit kommen, das Leben mal genießen oder etwas spielerisch betrachten. Sonne, Mars und Venus befinden sich in Krebs. Anfang August. Sonne zeigt Monatsthemen, das sind familiäre Angelegenheiten, das ist Krebsenergie und deine Arbeit, deine Gesundheit. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Das kann bedeuten, dass du im beruflichen Umfeld deine Liebe begegnest. Möglich ist auch, dass du deine Kraft einsetzt zu deiner Arbeit und hast du Kontakt mit einer weiblichen Person oder einer männlichen Person unterstützt dich. Im Geburtshoroskop bedeutet Venus deine eigenen Weiblichkeit, Mars deine Kraft oder dein Partner. Bei diesem Transitbewegung kann Venus anderen Frau oder Frauen auch bedeuten und Mars kann auch andere Männer auch bedeuten außer der Partner. Das kann auch ein Kollege sein, jemand vom Verwandten oder Nachbarschaft. Jupiter befindet sich in Skorpion. Du hast hier eine Jupiter-Wiederkehr und aktiviert die Themen Zielerreichung, Ansehen, Anerkennung und Berufung. Das sind sehr wichtig. Und Jupiter schenkt dir das Glück dabei. Jupiter ist gerade rückläufig, das bremst oder erinnert dich an die Vergangenheit. Ab 12. August wird aber direktläufig, das heißt, hast du viel mehr Chancen, Möglichkeiten. Jupiter sorgt dafür, dass hier etwas in Bewegung kommt. Pluto und Saturn befinden sich im Schütze. Beide sind momentan rückläufig. Das hat auch mit Vergangenheit was zu tun, oft karmischen Themen, all das, was wir erlebt haben in früheren Leben. Hier hast du auch ein Saturn-Wiederkehr. Das kommt nicht so häufig vor. Dein Schicksal in richtigen Richtung lenken, dass du zeigst, diese Macht, du hast jetzt alles im Griff. Die absteigende Mondknoten bewegt sich auch hier im Schütze, aktiviert bei dir Erinnerungen an die Vergangenheit, karmischen Themen. Neptun bewegt sich in Wassermann. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und lässt deine Träume leben. Vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Und diese Zeit, solange bis Neptun hier in dein Aszendent, in dein ersten Lebensbereich wirkt, lernst du das. Deine Träume persönlich zu nehmen. Wie wichtig das ist in dein Leben, diese Bilder zum Pflegen, deine Träume leben. Du übst es gerade daran zu glauben und das Vertrauen.
7. August ist Halbmond im Waage. Hier. Halbmond ist Spannung. Und diese Spannung verspüren wir. Und das entweder fehlt die innere Gleichgewicht oder du empfindest etwas ungerecht oder entsteht diese Spannung bei Reisen oder bei Auslandskontakten. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet und das sollen wir auch hinschauen und das auch ernst nehmen. Und das ist hier im 12. Lebensbereich in die Tiefe schauen, etwas untersuchen oder zurückhaltend sein. 23. August ist Halbmond im Widder. Halbmond ist Spannung. Spannung gegen Konkurrenten, Rivalen oder Schulungen, Bildung oder mit Verwandten. 30. August ist Neumond im Löwe. Hier Neumond, Rückzug. Das kann auch bedeuten, dass dein Partner ist im Rückzug oder du bist zurückhaltend oder ihr beide braucht die Ruhe, die Zweisamkeit. Dieser Neumond wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist das Herz der Löwen, aktiviert Herzensangelegenheit. September 2019. Sonne, Mars, Venus und Merkur, alles ist im Löwe und aktiviert bei dir Thema Selbstwertgefühl, Selbstdarstellung und öffnet den Tor zum Partnerschaft. In diesem Monat wird Saturn direktläufig hier im Schütze. Und das hat eine wichtige Bedeutung, nämlich ändert sich etwas im Schicksal. Und das ab 19. September geht alles in anderen Richtung. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond ist Spannung und das erlebst du hier entweder in Öffentlichkeit oder in deinem beruflichen Umfeld. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Vollmond beleuchtet etwas, also wichtig ist deine Persönlichkeit, deine Selbstdarstellung, dass du wahrgenommen bist. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung zu Hause. Entweder ziehst du zurück zu deinen eigenen vier Wänden, weil du empfindest es als Spannung, oder kommt eine kleine Reparatur im Haus. 28. September ist Neumond im Löwe. Rückzug mit deinem Partner, das zu genießen, nachdenklich zu sein über die Partnerschaft. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Hier kommt etwas in Ordnung oder kommt Heilung. Das kann Erbschaft sein, das kann ämtliche Themen sein. Oder lernst du loslassen, einige Dinge loslassen in dein Leben, wie zum Beispiel Angst. Mars und Venus sind die zwei Liebesplaneten und hier im 8. Lebensbereich kommt noch Thematik dazu, Intimität. Das kann natürlich auch auslösen. Merkur ist im Waage. Das sind Kontakte, Gespräche von Ausland oder
du lernst etwas Neues und gehst du in eine spirituelle Richtung. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond bedeutet Spannung. Das erlebst du hier. Entweder hast du das Gefühl, dass dein Wunsch nicht wahr wird, oder hast du Spannung in Freundeskreis, Bekanntenkreis, eventuell in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Thema Werte und Finanzen wird hier beleuchtet. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen. Spannung mit den Kindern oder kommen Kindheitserinnerungen und löst etwas aus in deinen Gefühlen. Und kommen viele Erinnerungen wieder hoch, vielleicht auch Tränen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Themen sind Loslassen oder etwas befestigen, trennen, Spreu von Weizen, etwas in Ordnung zu bringen, in Heilung bringen. November. Mars bleibt noch im Jungfrau, Sonne ist im Waage. Mars im Jungfrau bedeutet, du brauchst deine Kraft und das sollst du in Ordnung bringen. Oder eine männliche Person hilft dabei, ämtlichen Sachen in Ordnung zu bringen. Sonne hier im Waage bedeutet Monatsthemen. Das ist inneren Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Sinn oder Liebe, Partnerschaft. Kann auch das mit Ausland, mit Reisen in Zusammenhang sein. Merkur und Venus ist in Skorpion. Das sind Gespräche, Termine über eine kreative Arbeit oder Selbstständigkeit oder mit einer Frau. Rückläufigkeit. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas wird gebremst oder bedeutet Vergangenheit. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Die Termine verzögern sich. Man findet nicht die richtigen Worte. Es ist schwierig, einen Termin auszumachen oder Gespräche zu führen. Das bremst alles. Oder bedeutet, jemand kehrt zurück von Vergangenheit und du bekommst eine Nachricht. Oder Themen kommen wieder zurück, das was mit Vergangenheit was zu tun hat. Ab 21. November dreht sich die Richtung, dann wird Merkur direkt läufig, kommt alles in Bewegung. 28. November wird Neptun direkt läufig. Hier im Wassermann und das bedeutet, alles, was du so vorstellst, bis dahin ist gebremst und ab 28. November kommt es zum Erfüllung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Halbmond ist Spannung. Du verspürst diese Spannung und du brauchst den Rückzug, die Erholung. 12. November ist Vollmond im Widder. Widder-Thema wird beleuchtet und es wäre Neuanfang, Neuorientierung oder Thema von dritten Lebensbereich, dich zu behaupten oder Schulungen oder die Verbindung zum Verwandten. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung im Alltag oder in Arbeit. 26. November ist Neumond im Waage. Neumond ist Rückzug, Meditation in einen spirituellen Weg oder nachdenklich sein über eine Reise. Dezember.
Mars und Merkur ist im Waage. Gespräche über eine rechtliche Lage, Gespräche über Partnerschaft oder Gespräche über eine Reise. Die Mars kann auch deine eigene Kraft sein oder die Verbindung zum einer männlichen Person. Sonne zeigt die Monatsthema, das ist im Skorpion erstens die Wandlung, die Veränderung in deinen Gefühlen, raus aus die Angst, übergehen auf positiven Gefühlen und Thema Berufung, Ansehen, Anerkennung kommt noch dazu. Mars und Merkur ist im Waage, Sonne ist im Skorpion und Venus, Jupiter ist im Schütze. Ganz wichtiges Thema ist deine Wünsche zum Leben, deine Freundschaften in Ordnung zu bringen oder die Aktivität in einer Gruppe mit Gleichgesinnten. Hast du hier entweder Glück oder eine juristische Angelegenheit, das symbolisiert Jupiter nämlich auch. Aber Venus bringt auch die Glück, die Lösung oder die Kontakt mit einer weiblichen Person. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und das trifft dich persönlich, das ist Unsicherheit, Nervosität. Kann auch sein, dass Einflüsse kommt von außen und das bringt dich aus der Ruhe. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Thema ist Wohnsituation oder eine Basis, gründen etwas. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Zweifeln an die Liebe oder Spannung in die Partnerschaft. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug von Freunden, Bekannten, Rückzug von einer Gruppe, nachdenklich sein über deine Wünsche und Hoffnungen. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt, damit du Anerkennung bekommst. Oder bestimmst du die Richtung, wo deine Berufung liegt. Möglich ist auch, dass von einer männlichen Person kommt dieser Einfluss. Von ihm bekommst du Anerkennung oder unterstützt dich in beruflichen Situation. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Schütze-Themen, das ist Reisen oder Spiritualität, eine innere Reise oder Zielsetzung. Dann kommt dazu die 11. Lebensbereich. Das kann bedeuten, deine Hoffnungen zu verwirklichen, deine Wünsche leben. Oder die Verbindung zum Freundeskreis oder eine Gemeinsamkeit in einer Gruppe und da die Gespräche, da aktiv zu sein. Venus ist im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du im Rückzug bist, was die Liebe betrifft. Hier sind auch Geheimnisse. Das ist möglich, dass eine Frau auf dich zukommt und erzählt etwas über ihre Geheimnisse. Oder hast du geheime Feinde und das ist eine weibliche Person. Februar. Sonne ist im Steinbock und das bedeutet, es ist wichtig, die Rückzug, die Nachdenklichkeit oder etwas untersuchen,
die Ursache erkennen oder die Gründe an etwas. Und diesen Rückzug brauchst du auch, weil das ist dann deine Kraft oder gibt dir die Kraft, in Ruhe liegt die Kraft. Venus und Merkur ist im Wassermann. Du kümmerst um dein Aussehen und das ist eine weibliche Ausstrahlung, Aussehen. Das kann auch bedeuten, du änderst etwas, neue Haarschnitt oder anderen Kleider. Dann kommt die Merkur-Energie dazu. Das kann bedeuten, dass du eine jugendliche Ausstrahlung hast oder mehr Gespräche sind zum Erwarten und das trifft dich persönlich. März. Venus ist im Widder. Mars ist im Schütze. Und Sonne und Merkur ist im Wassermann. Merkur ist rückläufig. Venus bedeutet hier Kontakt mit einer Frau. Das kann jemand sein von Verwandten oder Begegnung in einer Schulung. Kann auch auslösen, dass du einen Neuanfang startest und das ist Kunst, Kreativität. Mars bedeutet hier deine Kraft, du setzt deine Kraft ein. Das kann auch die innere Überzeugungskraft sein, deine Wünsche nicht aufgeben, das zu verwirklichen. Oder hast du hier Begegnung mit einer männlichen Person, entweder von Ausland oder im Freundeskreis. Sonne bedeutet hier, dein Monatsthema ist deine Selbstdarstellung und Merkur bedeutet hier jugendliche Aussehen, Ausstrahlung oder mehr Kontakten, Gesprächen. April 2020. Venus ist im Stier und das bedeutet, du verschönerst etwas zu Hause. Mars ist im Steinbock und das bedeutet, entweder eine männliche Person erzählt etwas über seine Geheimnisse oder dass du geheime Feinde hast und du musst dich durchsetzen. Oder bedeutet schlicht einfach, dass du müde, erschöpft bist und du brauchst die Erholung, diesen Rückzug. Sonne und Merkur ist in Fischen und das kann bedeuten, dass hier ein Vertrag unterschrieben wird, ist auch Monatsthema, die Finanzen oder du führst Gespräche über Werte, Wertschätzung oder über Geld. April 2020 verabschiedet Pluto und Saturn von Schütze und übergeht auf Steinbock. Pluto, Saturn im Steinbock. Und das bedeutet, hier ändert sich etwas schicksalhaft. Du wirst was untersuchen oder du erkennst die Geheimnisse. Du konzentrierst auch auf dem Wesentlichen. Das ist dann wieder Pluto-Energie. Eventuell sind das karmische Themen. Immerhin, die 12. Lebensbereich steht auch zum Karma, dass du dich von Karma befreist. Und dadurch ändert sich etwas in dein Schicksal. Mai 2020. Sonne und Merkur ist immer wieder, ist auch die Monatsthemen.
Und das heißt, du musst dich behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalinnen. Bedeutet auch, du hast die Prüfung, die Schule des Lebens und das sollst du bewältigen. Möglich ist auch, dass du hier Schulungen anbietest oder teilnimmst auf eine Schulung. Hier kommen Austausch von Informationen und da passt auch die Merkur-Energie. Venus befindet sich in Zwillingen und das bedeutet Lebensfreude, Kreativität. Mars bleibt im Steinbock. Und das heißt, entweder musst du dich durchsetzen, behaupten gegen deinen geheimen Feinden oder dass du kraftlos fühlst und brauchst du die Erholung und diesen Rückzug, diese Ruhe. Juni 2020 Merkur ist in Zwillingen. Das kann bedeuten, dass du lernst, in diesem spielerischen Leichtigkeit bleiben oder hast du Kontakte mit Kindern, Jugendlichen und wichtigen Gesprächen oder bekommst du eine Nachricht von deinen Kindern. Sonne Venus ist im Stier. Monatsthema ist dein Zuhause und da verschönerst du etwas. Und Mars ist im Wassermann. Das kann bedeuten, dass du zum Bewegung kommst. Auto, Sport, Bewegung. Oder bedeutet, dass du dich lernst durchsetzen. Möglich ist auch, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf dein Aussehen, auf dein Auftreten. Du änderst dich dadurch. Jupiter übergeht im Steinbock, aber wird wieder rückläufig und kommt aber zurück zum Schütze. Also bleibt nicht lange hier im Steinbock. Juli 2020. Venus ist im Stier. Und das bedeutet, entweder verschönerst du etwas zu Hause oder kommt ein Besuch von einer weiblichen Person. Sonne und Merkur ist im Zwillingen. Merkur ist rückläufig. Themen sind Kinder, die Verbindung, die Kontakt zum Kind oder etwas kreativ, schöpferisch gestalten. Und Mars übergeht in Fischen. Und da sollst du dich behaupten, es handelt sich um deinen Werten oder handelt sich um Finanzen. Liebe Arilea, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.